Hallo, da ist Alex von 5021. Heute gehen wir zur nächsten Basisfertigkeit, die jeder Taucher beherrschen sollte. Das ist der Trim. Der Trim, was ist das? Das ist, wie liegt man im Wasser drinnen? Und da gibt es alles, alle Variationen von schön waagerecht liegend bis eher unschön senkrecht gehend. Alles habe ich schon gesehen. Und was euch alles erzählen möchtet und wo Vorteile und Nachteile sind, das würde ich euch gerne anhand von einer Skizze oder von einer Zeichnung erklären. Dafür zeichne ich euch das da einfach jetzt am Tablet auf. So, im Prinzip, was haben wir für Oberflächengegebenheiten ganz einfach schematisch dargestellt? Das ist auf der anderen Seite eine Ebene. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir uns Korallen irgendwo anschauen wollen. Also das ist jetzt also das aktuelle Szenario. Irgendwo schauen, wenn wir uns Korallen anschauen, Kleingetier oder sei es auch irgendwo in einer Seegraswiese irgendwas anschauen, wir wollen irgendwo runter. Was haben wir für Gegebenheiten im Prinzip? Wir haben einen flachen Grund oder wir haben einen leicht abfallenden oder aufsteigenden Hang oder wir haben eine Steilwand. Es sind jetzt so also im Prinzip unsere drei Varianten, wo man tauchen. Ganz einfach gesagt. Natürlich gibt es einiges mehr, aber das reicht einmal fürs Erste. Jetzt zeichne ich da ein paar Korallen auf. Ich bin jetzt der kein Monet oder kein Van Gogh, vielleicht eher Van Gogh, aber für schematische Darstellung sollte das an und für sich reichen. Auch im Hang zeichne ich ein paar Korallen auf, die wir uns vielleicht anschauen wollen. Und auch am Steilhang gibt es immer wieder schöne Korallen oder auch irgendwo Löcher drinnen, wo wir eine schauen wollen, weil uns natürlich interessiert, was kreucht und flaucht da drinnen herum. Und da wollen wir mal eine schauen. So, jetzt haben wir mal die Gegebenheiten. Als nächstes nehmen wir mal an den stehenden Taucher. Auch da, wie gesagt, es gibt alle Variationen. Ich nehme die zwei Extreme. Das eine ist der absolut waagerechte Taucher, das andere ist der schön stehende Taucher. Alles dazwischen natürlich, könnt ihr euch dann selber ausdenken oder Rückschlüsse ziehen. So, beim waagerechten Grund, ich will mir da unten bei der Koralle irgendein Kleingetier anschauen, ich bin ein stehender Taucher. So, mit der Flosche hinten oben, so. Und die Flossen. Was will man ausschauen? Da unten irgendwo ein Kleingetier, das heißt, ich schaue mir das dann. Das ist mein Blickfeld in etwa, das will man ausschauen. Was passiert bei einem stehenden Taucher? Nämlich das, was wir alle eigentlich nicht wollen. Wir kommen an den Korallen da an. Also da ist jetzt der keine, aber da hier, bei dem da. Und zerstören möglicherweise die Koralle, brechen es ab. Nicht schön, will man eigentlich alle nicht. Ich gehe jetzt aber auch davon aus, dass gerade die stehenden Taucher, und das ist jetzt da nicht aus der Luft gegriffen, dass oft die stehenden Taucher auch die Tarierung nicht wirklich hundertprozentig unter Kontrolle haben. Das heißt, sie flösseln immer wieder. Was dazu beiträgt, eben noch mehr hier auf die Korallen. Dass die Korallen oder auch das Seegras dann aufgewirbelt wird, beschädigt wird. Selbes Spiel bei einem Hang. Wieder mit den Korallen oder mit dem Seegras. Wir werden uns wieder irgendwas anschauen. Irgendwas Kleines, irgendein Fisch. Was ist? Wieder der Taucher, ganz klassisch. Durchtrainiert, ganz dünn. Flaschen, Masken. Und wir werden uns wieder da unten irgendwas anschauen.
wieder unser Blickfeld. Ihr seht, was ist wieder der Fall? Ich habe wieder hier das Problem, dass ich eventuell Korallen zerstöre, Seegras ausreiße, aufwirbel. Und auch wenn da jetzt keine Koralle ist, sondern da ist nur Sand, dann wirbel ich den Sand auf. Und auch wenn wir es nicht sehen, im Sand sind genauso Lebewesen und sind da daheim. Als nächstes nehmen wir halt die Steilwand auch wieder mit zwei Fächerkorallen oben und unten. In der Mitte ist ein Loch, wo wir reinschauen wollen. Wir haben wieder den stehenden Taucher. So, wir werden da reinschauen. Blickfeld. Und ihr seht, was ist wieder unser Problem? Ich zerstöre wieder die Korallen. Ich komme wieder bei den Korallen an, brich es ab und so weiter. Jetzt das Ganze mit einem Taucher, der einen schönen waagerechten Trim hat. Wieder die paar Korallen da. Immer wieder dasselbe Szenario. Mit der Flasche hinten um und Maske und da haben wir es. Was schauen wir uns an? Da wieder Kleingetier. Ihr seht schon, erstens einmal, ich komme nicht an den Korallen rundherum an. Ich kann nichts aufwirbeln und was natürlich noch viel schöner ist an dem Ganzen, das, was man anschauen will, an dem bin ich viel näher dran. Ich habe da viel einen kürzeren Weg und sehe das auch alles viel besser als oben der Stehende. Also auch das ein weiterer Vorteil von einem schönen Trim. Dasselbe Spiel wieder beim Hang. Da wieder unser gut austarierte und liegende Taucher. Ich schaue mir wieder da das Kleingetier an. Wieder, ich komme nirgends dran. Und auch hier wieder, ich bin viel näher am Geschehen. Ich habe viel mehr vom Tauchgang. Ich habe viel mehr von dem, was ich mir anschauen will. Und das Schöne an dem Ganzen, ich zerstöre nichts. Genauso wieder wie bei der Steilwand. Wieder mit meinen Fächerkorallen in das Loch wieder reinschauen. Der liegende Taucher. Und wieder viel näher dran und nichts passiert. Wir kommen nirgends dran, alles gut, nichts wird zerstört. Und genau das wollen wir alle. Wir wollen die Natur da unten schützen, wir wollen sie genießen, wir wollen so viel wie möglich davon haben. Und damit wir das nicht zerstören und damit auch die Nächsten was davon haben, sollte man auf unsere Tauchfertigkeiten achten. Das ist prinzipiell einmal für jeden Taucher, sei es nun ein Sporttaucher oder auch ein technischer Taucher. Für die technischen Taucher gibt es natürlich noch mehr Gründe, warum ich einen gescheiten Trim haben sollte. Sei es nun, ich bin in einem Wrack oder in einer Höhle drinnen, habe ich natürlich, da liegt es auch auf der Hand, der liegende Taucher und macht auch hier gleich dahinter den stehenden Taucher. Der liegende Taucher kann sich schön fortbewegen, ohne dass er oben und unten irgendwo ankommt. Beim stehenden Taucher haben wir da das Problem, dass er natürlich auch
unten Sediment aufwirbelt. Was heißt Sediment aufwirbeln? Sediment aufwirbeln heißt gleich nichts mehr sehen. Genauso, was ist noch beim technischen Tauchen der Vorteil von einer schönen Wasserlage? Bei der Deko, wenn das mein Deko-Stopp ist, sagen wir mal 21 Meter und ich habe einen Taucher, der eine schöne Wasserlage hat, waagerechte Wasserlage, und ich habe einen Taucher, der aufrecht steht. Das Zeichen jetzt da in grün ist es die Lunge. Die Lunge hat innerhalb der Lunge gibt es kaum einen Druckunterschied, wenn ich eine schöne Wasserlage habe. Beim stehenden Taucher habe ich natürlich etwas mehr innerhalb vom Lungengewebe, mehr Druckunterschied. Will das gerade nicht fett machen, sind halt Kleinigkeiten. Ja, und was halt auch nicht zu verachten ist, in einer waagrechten Wasserlage handelt sich einiges auch viel leichter. Habe ich eine Stageflasche dabei, ist die, wenn die nur nach unten zieht, wesentlich leichter zu handeln, als wenn sie nach hinten unten zieht, weil dann ist sie immer weg vom Körper. So habe ich es jetzt dann schön, wenn sie nur nach unten zieht, immer kann es direkt an die D-Ringe einhängen, zieht sie nach unten und nach hinten, habe ich natürlich zwei Richtungen, die ich dann auch ausgleichen muss. Das sind alles so Feinheiten und Kleinigkeiten, die aber dann im Endeffekt das ganze Bild runter macht. Ja, ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen näher bringen habe können, warum ein Trim wichtig ist, in meinen Augen sehr wichtig ist. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Tauchen!